Okay, durchatmen und einfach reinlaufen. Obwohl, warte mal. Wir waren hier schon. Okay. Ich dachte zuerst, dass diese gelben Flecken auf der Karte Gebiete wären, die wir noch nicht aufgedeckt hatten. Aber der Boden ist hier einfach so gelblich und deswegen. Das heißt, entweder ist hier gar kein Biest oder er spawnt erst, wenn man mit den Echsen gesprochen hat. Der Schlinger. Und er greift gleich Gerogon an. Sehr schön. Dann hau du ihn doch mal bitte in die Seite. Du von vorne. Und du brezelst ihm. Blitzt, ich finde, wer am effektivsten. Aber das ist immer so ein bisschen Cheaten. Das habe ich im ersten Teil schon zu häufig gemacht. Also machen wir einfach mal einen Ignifaxius. Mit maximaler Stufe. In Kende. 34 Trefferpunkte. Sehr schön. Und du kannst nicht mehr zaubern, weil du keine Bewegungspunkte hast. Aber nächste Runde kannst du dann Tyrik beschleunigen. Er scheint richtig leicht zu treffen zu sein. Wahrscheinlich ist er so riesig, dass man da gar nicht verfehlen kann. Du acceleratest auf Tyrik. Und er müsste schon so 50, 60 Trefferpunkte eingesteckt haben. 70. Ich glaube, dann lass ich das auch mit dem Zaubern mal. Da er ja auch nicht so viel Schadenspunkte verursacht. Jetzt gerade 8 bei Gerogon, das ist eigentlich vernachlässigbar. Und er ist tot. Das ging doch mal sehr gut. Auch wenn es jetzt schade ist, dass die anderen beiden Helden nicht dabei waren. Die verpassen wohl einiges an Erfahrungspunkten. Ich guck noch kurz, ob hier irgendwo vielleicht sein Hort ist. Ich bin da so Pen and Paper geschädigt. Wenn irgendein großes Monster besiegt wird, dann wird immer ausgewürfelt, was für eine Schätze dabei waren. Aber nein, nix. Gut, dann können wir hier raus. Und einfach rechts rum zurück, wo wir eben waren. Und mit den Echsenmenschen sprechen. Die werden uns dann wohl in irgendeiner Form helfen können. Schön wäre es, wenn sie einen ihrer Leute mit uns mitschicken, damit er uns durch den Sumpf führen kann. Oder vielleicht haben sie auch was von dem Jüngling gehört, dass der hier durchgekommen ist oder dass der hier irgendwo gestorben ist. Das wäre übrigens auch eine gute Stelle, um ihn zu finden, bei diesem Verschlinger. Aber lag nichts auf dem Boden. Sind wir jetzt hier schon zu weit? Da ist eine Hütte. Nee, hier scheinen wir genau richtig zu sein. Okay. Jetzt müssen wir noch den Anführer wiederfinden. Der war ja hier. Als ihr das Dorf wieder betretet, erwartet euch eine Ansammlung von Echsen. Der Dorfvorsteher sieht euch mit einem sattgrünen Kamm an und sagt: Ihr habt uns geholfen, also helfen wir euch. Es gibt eine Frau im Süden des Sumpfes. Sie weiß über vieles Bescheid hier. Es ist aber nicht leicht, sie zu finden. Sie lebt gerne ungestört. Ha, das könnte das Haus sein, wo wir schon mal hin wollten. Vielleicht kommen wir da jetzt auch rein. Und wir suchen noch jemanden. Aber wir können nicht nach ihm fragen. Das ist jetzt Horvet? Davon weiß ich nichts. Zwergenbinge? Davon weiß ich nichts. Wollen wir einen Salamander nach den Salamandersteinen fragen? Das könnte er falsch verstehen. Salamanderstein? Davon weiß ich nichts. Sveltsümpfe. Ah, okay, hätte ich auch früher drauf kommen können. Wenn ihr einen Mann sucht, der vor Wochen aus einer Ansammlung steiniger Bauten in den Sumpf gegangen ist, also von Lovang aus, er lebt noch, aber es gibt ihn nicht mehr. Hä? Er lebt noch, aber es gibt ihn nicht mehr. Mehr wissen wir nicht. Aber es gibt eine Frau im Süden des Sumpfes, fragt sie, sie weiß über vieles Bescheid hier. Er lebt noch, aber es gibt ihn nicht mehr. Es hört sich an, als wenn er ein Zombie geworden wäre. Das wäre gar nicht gut, weil wir müssen ihn zurückbringen. Und ich habe nicht wirklich Lust, wochenlang durch die Wildnis zu laufen mit einem Zombie an alleine. Okay, also diese Frau im Süden. Ich hoffe, das wurde jetzt noch aufgeschrieben. Weiter. Kurz ins Tagebuch geguckt, wenn ich das dann noch wiederfinde. Tag,
Tagebuch. Wenn ihr einen Mann sucht, ja genau, das ist der Text, den ich gerade markiert habe. Sehr schön. Sonst vergesse ich das später wieder. Also im Süden. Sie will nicht gefunden werden. War hier das Haus? Im Westen ist nichts mehr. Ja, da muss das Haus gewesen sein. Ah ne, da ist das Haus. Und es ist auch südlich des Sumpflagers. Ja, also gehen wir nochmal zum Haus hin. Wir müssen dazu... dadurch oder... ich glaube, obenrum ist schneller. Wir gehen den nördlichen Ausgang und folgen dem Weg bis zum Dino. Und vom Dino aus müssen wir das Haus schon sehen. Gucken wir mal, ob ich mir das soweit merken kann. Also nördlicher Ausgang. Der ist hier irgendwo. Sind wir durch den nördlichen Ausgang hier reingekommen? Das ist der östliche Ausgang. Ich nehme jetzt schon einen total anderen Weg, als ich auf der Karte gezeigt habe, wahrscheinlich. Das war jetzt die Stelle, wo wir mal links an der Wand lang gelaufen sind, oder? Gucken wir mal. Ja. Also wir gehen jetzt doch andersrum. Genauso wie wir vorhin zu dem Verschlingler gegangen sind. Und da ist das Haus. Einfach mal anklopfen. Anklopfen war keine gute Idee. Und da sind zwei Zombies. Wehe, wehe, wehe. Wir bringen jetzt aus Versehen unseren Jungen um. Das wäre ganz und gar nicht gut. Warum habe ich jetzt... Gerogon, du läufst mal bitte weg. Ich habe mit Gerogon gerade aus Versehen gesichert. Warum auch immer. Aber die greifen uns an. Das heißt, wir müssten in den Kampf fliehen, wenn einer von denen, der gesucht ist... Ja, müssen wir gucken. Er lebt noch, aber es gibt ihn nicht mehr. Zombies leben... Das ist Ansichtssache. Sie sind halt untot. Also leben sie. Warum müssen die immer so vage sein? Wahrscheinlich, wenn wir bei dieser komischen Hexe da ankommen, wird sie uns auch sagen, irgendwas Kryptisches. Ihr braucht das Erde der Mutter, das Blut eures Feindes und was das auch noch alles aus Lands of Lore war. Und es kommt schon wieder was. Nee, also in der Hütte war es wohl doch nicht. Die hauen wir jetzt nochmal tot und danach müssen wir uns anderweitig umgucken. Du läufst erstmal wieder zurück. Das heißt, es war doch nicht die Hütte. Okay, die Hütte war auch ganz schön weit im Osten und nicht ganz so weit südlich, wie ich es gerne hätte. Also werden wir wohl im Südwesten mal weiter gucken müssen. So, du läufst bitte weg. Aber das sind alles Erfahrungspunkte, das ist schon okay. Du dahin. Sichern. Au, das waren, glaube ich, gerade 20 Trefferpunkte. Gib mir Tirik, ich will gucken, wie stark er blutet. Oh, ganz schön. Nicht nochmal. Au. Ich wollte gerade sagen, nicht nochmal einen schweren Treffer. Du schießt einfach weiter. Und Talana muss dann gleich heilen. Aua. Du heil sofort. Zauber, Heilung, Balsam. 30 Balsam. Punkte. Gut. Draufhauen. Du sofort hin da. Und Myrrhe muss gleich beide verarzten. Talan hat auch keine Astralenergie mehr, das ist gar nicht gut. Denn wer weiß, ob diese Einsiedlerin so friedlich gesellt ist. Da ran. Vielleicht müssen wir sie erst gefügig prügeln. Also nicht, weil wir gerne Leute verprügeln, sondern weil sie allgemein aggressiv ist. Was werden wir gucken müssen.
erstmal gleich heilen und eine ganze Weile ausruhen, denke ich mal. Sonst wird der nächste Kampf tödlich. Also, weg von dem Haus. Ganz schnell weg von dem Haus. So, jetzt du. Talent anwenden. Wunden heilen bei Gerugon. Ist noch nicht lange noch her. Okay, Wunden heilen bei Tirik. 7 Lebenspunkte. Warum war nicht angeschlagen? Ja, gucken wir kurz auf die Karte. Also, hier könnte sie noch überall sein, das wäre südlich. Hier sind wir auch noch nicht lang gegangen. Und hier ist wieder so ein gelber Bereich, wo vielleicht inzwischen auch wieder was ist. Ja, also wir haben noch jede Menge Wege zum Erforschen. Zum einen gut, weil der Sumpf ziemlich interessant ist, finde ich bisher. Zum anderen nicht so gut, weil wir halt nicht so viele Lebenspunkte über haben und schon gar keine Kräuter. Und wir können uns hier nicht ausruhen. Bei dem Haus will ich mich nicht ausruhen. Wir brauchen irgendwo ein Stückchen Land. Wahrscheinlich erst bei den Echsen wieder. Obwohl, nicht hier ging es. Das haben wir schon mal gemacht. Also, da in die Ecke. Wache aufstellen. Gerugon, Tirik. Gerugon. Talana meditiert wieder. Meditation. Ruhig mit 15. Und schlafen. Tirik weg, Gerugon. Was ist denn los? Fragt Gerugon noch ganz verschlafen. Ich glaube, ich habe was gehört. Und er hat wirklich was gehört. Zaubern. Nee, erstmal nicht. Wir warten, bis sie näher rankommen und dann macht sie einen Horrifobus, damit wenigstens einer verschwindet. Du sicherst erstmal. Das sieht gar nicht gut aus. Ganz und gar nicht gut. Wir müssen ganz schnell mindestens einen davon umbringen. Au. Du, Zaubern. Beherrschung. Herr der Tiere. Zählen Sumpfranzen als Tiere. Bann Baladin und Band und Fessel. Probieren wir mal einen Bann Baladin. Ist kein denkendes Wesen. Okay, dann wird's wohl ein Tier sein. Herr der Tiere. Dominus Animalium Sum. Zauber ist Lung. Okay, bei minus 3 hätte man sich das schon fast denken können. Aber ich glaube, das sollten wir gleich nochmal probieren. Denn einen Gegner einfach so mal auszuschalten, beziehungsweise für sich kämpfen zu lassen, wäre schon sehr praktisch. So, du machst einen Schritt vor. Zaubern, Beherrschung, Horrifobus. Horrifobus. So, ist verängstigt und fliegt. Und Mirum ist gleich tot. Ach du gute Güte. Weg, 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 weg. Und Herr über die Tiere hat... Au, Gerugon ist auch gleich kaputt. Herr über die Tiere hat ihre fast komplette Astralenergie abgezogen. Ich denke, wir müssen fliehen. Also richtig fliehen. Willst du fliehen? Ja. Gucken wir, ob Talana noch rauskommt. Und Tirik erst. Du läufst mal dahin. Au. Weg, 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 fliehen, ja. Talana, ganz schnell raus da. Ah, sehr gut, sie ist zweimal dran. Raus, willst du fliehen? Ja. So, Tirik hat noch genug Lebenspunkte. Aber wenn er eingekesselt wird, hätten wir echt ein Problem. Also du... Kannst du nächste Runde weg. Sehr schön. Da kann sie jetzt auch keiner mehr in den Weg stellen. Und weg. Ja. Sumpf des Vergessens. Unsere Helden sind getrennt. Nein. Wir haben jetzt 4 einzelne Helden. Alle sind angeschlagen. Das ist... Werden uns die Karte wenigstens angezeigt? Ach du Güte. Obwohl, das geht eigentlich. Okay, wir gehen jetzt mal einen Ticken nach Norden und hoffen, dass wir da nicht angegriffen werden. Das ist zappenduster. So, schon mal wieder fast komplett, das ist sehr gut.
Wir rollen wieder nach vorne. Wo war Gerogon? Gerogon ist wahrscheinlich der Kreis hier unten. Also nach Süden und dann nach Westen rüber. Süden. Und hier müsste irgendwo eine Brücke sein. Und nachts ohne Licht durch den Sumpf zu laufen, ist eine super Idee. Hier ist eine Brücke und da ist Gerogon. Ah, okay. Wir gehen jetzt zurück zu unserem grünen Fleckchen da. Also Osten, Süden und dann unsere Schlummerecke. So, hier speichern wir jetzt ab und ich werde erst dann wahrscheinlich eine ganze Woche rasten, bis wir wieder einigermaßen Astralenergie, Lebenspunkte und sonst was haben. Aber das mache ich nach dem Speichern. Wirklich speichern? Ja. LP 047. Und wir sehen uns gleich wieder.